unser heutiges Spiel Uruguay gegen Portugal. Die WM ist natürlich das große Ziel jedes Spielers. Egal aus welchem Land du kommst, egal in welcher Liga du spielst, einmal bei der WM dabei zu sein, das ist der große Traum. Und das merkst du bei den sogenannten kleinen Ländern, die man nicht immer auf dem Schirm hat. Aber natürlich auch bei den großen, da spürst du selbst bei den abgebrühtesten Profis, alle wollen hier dabei sein. Da sehen wir die heutige Aufstellung von Uruguay. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Bei ihnen sehen wir heute ein defensiveres 4-4-2. Das stimmt. Ein Spieler aus dem Mittelfeld kann da jederzeit die Abwehr unterstützen. Volle Offensive sieht anders aus. Anstoß Portugal, wir gehen rein in die ersten 45 Minuten. Gut verteidigt hier. Und jetzt Suarez. Egal, wo Luis Suarez gespielt hat, seine Tore hat der Uruguayo bei jedem Club gemacht. Und natürlich auch für sein Land, Wolf. Er ist aktueller Rekordtorschütze und wird sich in dieser Tabelle sicherlich noch deutlich absetzen. Guerrero. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Das wird jetzt Abschluss geben. Luis Suarez gegen Cristiano Ronaldo. Sensationelles Duell, oder? Luis Suarez ist ein Spieler, der immer wieder durch sein fantastisches Zusammenspiel mit seinen Kollegen überzeugt, durch seine Übersicht, seine Pässe. Cristiano Ronaldo ist immer brandgefährlich, gerade auch im Strafraum und mit dem Kopf. Also das wird eine faszinierende Partie. Und William Carvalho. Ballverlust. Sie holen sich den Ball. Jetzt hier Suarez mit dem Ball. Suarez. Cavani muss es machen. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. Guerrero. Und nun Carvalho. Cristiano Ronaldo. Andres Silva. Schiri lässt laufen, gibt Vorteil. Immer noch die Portugiesen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt könnte er flanken. Super Einsatz. Er holt den Ball. Luis Suarez jetzt. Christian Rodriguez. Luis Suarez.
Sauber vom Ball getrennt hier. Einwurf jetzt. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Er bekommt Hilfe. Cavani. Und nun Cavani. Suarez. Ganz stark. Andres Silva. João Mario. Da steht die Abwehr sicher. Er spielt den Pass zurück. Suarez. Laxalt. Viel Vorwärtsdrang vorn Uruguay. Requino! Und jetzt gibt's eine Ecke. Nein, schwacher Ball. Da können Sie erst mal klären. Vecchino. Einwurf Uruguay. Luis Suarez. Da geht er weit am Tor vorbei. Cavallo jetzt am Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Guerrero. Moutinho jetzt am Ball. Die Portugiesen. João Moutinho jetzt. João Mario. Cristiano Ronaldo. Da kann er klären. Guerrero. Und nun Cavallo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo zieht ab. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Godin. Laxalt. Luis Suarez. Vorne schauen natürlich alle auf Luis Suarez. Kann man den überhaupt stoppen, Muschi? Ganz schwer. Also zumindest nicht über volle 90 Minuten. Da musst du als Gegenspieler immer wach sein. Ansonsten klingelt's. Bernardo Silva. Cedric. Andres Silva. Portugal macht Druck. Suarez. Laxalt. Nun Cavani. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Cristiano Ronaldo kommt. Gute Aktion. Suarez. Nur Moutinho. Guerrero. Jetzt müssen sie aufpassen. João Mario. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Andres Silva. Jetzt eine gute Flanke. Gibt jetzt die Torschuss.
William Carvalho jetzt. Joao Mario. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut aufgepasst. Und William Carvalho. Suarez. Abgefangen, gut gemacht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt Cristiano Ronaldo. Neben Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo unumstößlich. Bernardo. Keine schlechte Chance. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Die zweiten 45 Minuten beginnen. Anstoß Uruguay. Wird das eine Torchance? Sehr gut aufgepasst. Andres Silva. Rodriguez. Uruguay mit dem Freistoß. Klar, dass die Fans hier unzufrieden sind. Ja, die merken ja auch, dass auf der Gegenseite immer mehr an der Uhr gedreht wird. Denen kommt es jetzt nur noch drauf an, das Spiel über die Zeit zu bringen. Joao Moutinho. Ball jetzt bei Uruguay. Vecchino. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, Suarez mit dem Pass. Da kommt der Schuss. Laxalt. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Und jetzt Suarez. Super Einsatz. Er holt den Ball. Und Moutinho. Joao Mario. Sie versuchen es flach. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Freistoß Portugal. Die Portugiesen wechseln. Andres Silva. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Schönes Ding. Mit dem Kopf. Das sehen wir hier nochmal. Da kommt er gut hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Führung für Portugal. Es geht weiter. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Vecchino. Cavani. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und Ronaldo. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Suarez. Viel Vorwärtsdrang vorne Uruguay. Klasse Zuspiel. Ist es das jetzt? Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Bruno Fernandes. Super Pass. Aktion geht weiter.
auf Vorteile. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Vecchino. Suarez geht mit Ball vorne rein. Jetzt haben sie den Ball verloren. José Fonte. Bruno Fernandes. Andres Silva. João Mario. Andres Silva. Klasse Technik. Ronaldo. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Luis Suarez. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Die Portugiesen. João Mario. Cristiano Ronaldo. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Rodriguez. Suarez. Suarez mit der Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Und Portugal jetzt mit der Auswechslung. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Bruno Fernandes. Guedes. Jetzt können sie vielleicht kontern. Bernardo Silva. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Bernardo Silva. Portugal macht Druck. Fängt diesen Ball ab. Bernardo. Cristiano. Schuss von Ronaldo. Sie haben Probleme mit der Offensive des Gegners. Immerhin. Die Chance bringt kein weiteres Gegentor. Die Portugiesen wechseln. Laxalt. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Fahne oben, Suarez im Abseits. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Luis Suarez. Flagge kommt ganz weit. Da können sie erst mal klären. Jiménez. Sanchez. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Hereingabe kommt lang. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Das könnte gefährlich werden. Und die Gelegenheit.
Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Muslera. Und nun Carvalho. Guerrero. Pass von Cavani. Gefährlich! Godin, das muss es doch sein. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab.